Okay, dann überlegen wir uns mal eine Rechnung. Multiplikation habt ihr gemeint, ja? Das machen wir gleich zusammen, oder? So, 3, 4, 5, nicht 345, 3, 4, 5 mal 2, 3 und wir rechnen zur Basis 6. Okay, was machen wir als erstes? Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Werte aufschreiben. Ja. Das machen wir im Kopf. Das geht schneller. Ja, aber das macht man eigentlich auch nicht. Ja. 2 mal 5 ist 10 und 10 zur Basis 6 ist 1, 4. Also 4 hingeschrieben, 1 gemerkt. Weiter geht's. 2 mal 4 ist 8. 1 gemerkt ist 9. Die Zahl 9 zur Basis 6 dargestellt ist 1, 1, 3. Wir schreiben 3, 1, 3 hin, 1 gemerkt. 2 mal 3 ist 6, plus 1 ist 7. 7 ist zur Basis 6. 1, 1, genau. So, okay, super. Erste Multiplikation durchgeführt. 3 mal 5 ist 15. 15 zur Basis 6 ist. Wer jetzt hakt, weiß, er muss es noch üben bis zur nächsten Woche. Okay? 3 mal 5 ist 15 zur Basis 6. Genau, danke. 2, 3, ne? 2 mal 6 ist 12, plus 3 ist 15, also 3 hingeschrieben, 2 gemerkt. Weiter geht's. 3 mal 4 ist 12, 2 gemerkt, 14. 14 zur Basis 6 ist? Also 2, 2, genau. 2 hingeschrieben, 2 gemerkt. 3 mal 3 ist 9, plus 2 ist 11. 11 zur Basis 6 ist 1, 5. Ja, wir können ja 1 auch schon hinschreiben, wir sind am Ende, ne? Genau. Sehr gut. Falls wir uns irgendwie verrechnen, bitte Bescheid geben. Und jetzt müssen wir noch addieren, ne? 3, 2 plus 4 ist 6. 1 plus 5 ist 6, plus 3 ist 9. Ja, da kommt 3 raus und dann noch 1. So, ihr merkt, wenn man da ein bisschen Übung hat, geht es zackig. Ja? Es reicht, wenn ihr das so lasst. Ihr müsst jetzt nicht noch, du meinst jetzt zur Basis 6 oder so. Nein, nein, hier, wir wissen ja, wir rechnen hier zur Basis 6. Wenn aus dem Kontext ersichtlich ist, alles, was wir hier machen, ist zur Basis 6, könnt ihr euch die Schreibarbeit. Aber wenn ihr sozusagen eine Aufgabe habt, rechne vom Dezimalsystem ins Sechsersystem um, dann habt ihr in derselben Aufgabe einmal das Zehnersystem und einmal das Sechsersystem. Da ist es schon gut, das immer zu kennzeichnen, weil dann weiß man, worauf sich die Darstellung jeweils bezieht. Okay, ja. Nochmal? Ja, also du kannst von mir aus die Null da reinschreiben. Aber nee, nee, nee. Aber sag mal so, der kanonische Algorithmus wäre, man fängt einfach so an und hat dann so eine Schräge und man muss halt gucken, dass man hier immer unten drunter schreibt. Ne? Passend. Dann passt es ja auch. Du darfst auch gerne hier eine Null hinschreiben, wenn dich das beruhigt. Ist egal? Ernsthaft? Ach so. Ach so, ah ja, okay. Okay, wenn die DidaktikerInnen das sagen, dann machen wir hier eine Null hin. Gut.
Ja, wobei. Ist schon okay, ja, gut. Hm? Gibt immer Pro- und Kontra-Argumente. Hm? Ja. Ja, das kommt jetzt. Genau. Jetzt dividieren wir mal durch 6. Ne? Nicht durch 6, sondern durch irgendwas im Stellenwertsystem zur Basis 6. Ich denke mir jetzt keine Zahl, bei der es aufgeht, aus, ne? Sondern irgendeine. Naja, schreiben wir es so, Herr Kurt. Ist gleich, also 4, 5, 2, 3 zur Basis 6, keine Ahnung, was das für eine Zahl ist, müsste man ausrechnen, ne? Durch 5 ist gleich was? So, was machen wir jetzt als erstes? Jetzt kommst du mit deiner Tabelle. Ne? Da würde ich die Tabelle machen, weil was brauchen wir, wenn wir durch 5 dividieren, schriftlich im 6er-System? Ja? 5 im 6er-System. Die 5 wissen wir, das ist die 5. Ja? Nicht hoch? Du bist aber heiß auf der heißen Spur. 5 mal 1, 5 mal 2, 5 mal 3. Wir brauchen die Vielfachen der 5. Weil wir immer wissen müssen, welches Vielfache der 5 geht gerade noch so rein. Okay? Gut. Wir brauchen die Vielfachen der 5. Dann schreiben wir sie uns mal hier hin. 1 mal 5, 2 mal 5, 3 mal 5, 4 mal 5, 5 mal 5. Alles zur Basis 6. Einmal 5 ist 5, 2 mal 5 ist 10, 3 mal 5 ist 15, 4 mal 5 ist 20 und 5 mal 5 ist 25. Ich liebe das. Gut. Los geht's. Wie beginnen wir die Division? Oh, Entschuldigung. ja. 4 durch 5 geht nicht. Also 4, 5 durch 5 ist gleich 5, weil ja, genau, ich wollte gerade sprechen, wie man tatsächlich denkt. Also 4, 5 durch 5 ist 5, denn 5 mal 5 ist 4, 1. So spricht man ja bei der schriftlichen Division. Subtraktion. 4, 5 minus 4, 1 ist 4. Die 2 runterholen, weiter geht's. Ja. Die 4, 2 durch 5 ist ebenfalls 5, weil 5 mal 5 ist 4, 1. Genau, 4, 2 durch 5 ist 5, weil 5 mal 5 ist 4, 1. Subtraktion einfach 3 und weiter geht's. Eins durch drei, eins drei durch fünf ist? Das ist dann eins. Eins, weil? Weil zwei mal fünf, also eins. Weil einmal fünf gleich fünf ist. Genau, minus, so, und was bleibt übrig? Eins, drei minus fünf im Sechser-System? Vier, genau. Ne? Rückwärts gedacht, ergänzend, von der 5 muss ich 1 ergänzen bis zur 6, bis zur 1, 0 und dann kommen noch 3 dazu. Also erst 1 ergänzt, dann nochmal 3 sind 4. Oder ihr denkt euch, 1, 3 im 6er-System ist ja die Zahl 9 und 9 minus 5 ist 4. Gut. Achso, ja, dann haben wir Rest 4, ne? Das sollte man schon noch hinschreiben. Online auch alles okay? Gut, super. Ah, was mir aufgefallen ist.
Oder fällt euch auch auf, was mir aufgefallen ist? Wenn ich hier die Fünferreihe hinschreibe, fällt euch da hinten was auf? Bei der Fünferreihe. Im Sechser-System. Wem fällt was auf? Ne? So muss man in der Grundschule fragen. Nicht, keine Ahnung, was fällt euch auf, sondern wem ist was aufgefallen von euch? Kommt, wem fällt was auf? Ja, bitte. Hm? Ja. Ja, also die hintere Ziffer wird immer eins weniger. Die hintere Ziffer wird immer eins weniger, genau. Immer eins mehr, die vordere immer eins mehr, die hintere immer eins weniger. Komisch. Das ist im Sechser-System nur bei der 5 so. Warum? Stopp. Im Zehner-System ist es bei der 9 so. 1 mal 9 ist gleich 9. 2 mal 9 ist gleich 18. 3 mal 9 ist gleich 27. 4 mal 9 ist gleich 36 und so weiter. Vorne immer eins mehr, hinten immer eins weniger. Zehner-System, Sechser-System. So, mach mal deinen Gedanken weiter. Wolltest du noch weiterreden? Genau, hier ist es, dreht sich immer um die 5 oder die 9, sind die letzte Ziffer, die größte Ziffer, die bei der, die kurz vorkommt, bevor es zur 1-0 übergeht. 1-0 hier oder 1-0 da. Wenn ich immer 1-0 addieren würde, also hier immer 6 addieren würde oder hier immer 10 addieren würde, was würde da passieren? Von der 5 startend, immer 1-0 addieren. 5, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5. Ne? Ich würde immer 6 addieren. Oder hier drüben, wenn ich immer 10 addiere, 9, 19, 29, 39 und so weiter. Wenn ich immer die 1-0 addiere, wird vorne die Ziffer 1 größer. Ich addiere aber nicht 1-0, sondern die Zahl, die gerade 1 kleiner ist. Also wird es vorne 1 größer und hinten 1 weniger. Also wenn ihr sozusagen das Vielfache einer Ziffer, einer Zahl aufschreiben wollt, die gerade 1 kleiner ist als die Basis, dann geht es relativ schnell. Okay. Ja, ja. Man könnte auch mit, genau. Ja, man könnte ja natürlich auch mit Komma weiterrechnen. Dann gehen wir in die Sechstel und die 36stel und die und so weiter. Haben wir nicht gemacht, machen wir nicht. Aber wäre natürlich theoretisch denkbar, ne? Die erste Stelle hinterm Komma sind die Sechstel und so und dann kommen die 36stel und dann könnte man nach dem gleichen Schema weitermachen, wie auch im Dezimalsystem. Unter Umständen ein bisschen Allunendlichkeit. Ja, nee, in der Regel ist es sind ja rationale Zahlen, also irgendwann wird es periodisch oder bricht ab. Okay. Okay. Wenn es dazu noch Fragen gibt, wer jetzt noch Fragen hat, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen. Achso, und das ist natürlich eine mögliche Aufgabe im Binärsystem. Ne? Das wäre denkbar als Aufgabe. Oder stelle die größtmögliche Zahl dar, die mit 4 Ziffern im Dreier-System dargestellt werden kann. Zum Beispiel. Ne? Oder rechne die folgende Zahl ins 7er-System um. Und so weiter. Und ein dankbares System ist natürlich immer auch das Binärsystem. Weil man da nur 2 Ziffern hat. Okay. Nee, keine Meldung. Okay, gut. Dann gucken wir mal zur nächsten Frage, die ihr hattet.